mit Indron im Esports Team, Mouse Sports, I'm Raminder Mertailagan Doku. In 4 halbstündigen Folgen, die Sport 1 wöchentlich am Donnerstagabend ausstrahlt, werden die E-Sportler bei ihrer Turniervorbereitung und auch beim Wettkampf selbst begleitet. Highlight Videos sind im Anschluss auf Sport1.de, den Sport1 Apps, Facebook und YouTube abrufbar. Quote: Oktober ab 23 Uhr auf Sport 1 im Free TV. In der ersten Folge wird die Faszination E-Sports im Allgemeinen erläutert. Es gibt Impressionen von der Gamescom und der ESL One Cologne sowie eine Vorstellung des Mouse Sports Teams zu sehen. Rekordmeister in der ESL-Meisterschaft. Das vor 16 Jahren in Berlin gegründete E-Sports Team Mouse Sports ist inzwischen der erfolgreichste E-Sports Club Deutschlands. Dabei spielt Moose besonders in der Counter-Strike-Serie Runde Klammer CS Runde Klammer oben mit. Bisher 18 Titeln ist das CS-Team von Mouse Sports Rekordmeister in der ESL-Meisterschaft. Den größten internationalen Erfolgen zählen der erste Platz beim Major-Turnier V4 Future Sports Festival 2018 in Budapest sowie der Gewinn der Starladder. Dem ursprünglich deutschen Team ist inzwischen ein internationales geworden. Das derzeitige Lineup im Titel Counter-Strike Global Offensive Runde Klammer CSGO besteht aus dem Niederländer Chris Stijong, dem Tschechen Thomas Oskar Stastny, dem Esten Robin Rops Kohl, dem Finnen Mika Sunny Kempi und dem Polen Janusz Snacks Pogorzelski. Seit Mai dieses Jahres laufen die E-Sportler von Mouse Sports dabei mit einem Vodafone-Logo auf der Brust auf. Vodafone ist neuer Hauptsponsor von Mouse Sports und schloss damit einen der größten Sponsoring-Deals in der Geschichte deutscher E-Sports-Teams ab. Highlight Videos auf den digitalen Sport1-Plattformen im Rahmen von Neben dem professionellen Alltag der E-Sportler inklusive Training und Turniervorbereitung werden die Spieler auch beim DreamHack Masters, einem der Saisonhöhepunkte für das Counter-Strike-Team, begleitet. Zudem präsentiert die Doku beeindruckende Impressionen von der Gamescom und der ESL One Cologne. Punkt. Highlight-Videos zu den 4 Folgen sind im Anschluss auf sport1.de, den Sport1-Apps, Facebook und YouTube abrufbar.